Hallo zusammen, der Vos Flugdeckkreuzer. Den habe ich mal wieder rausgeholt und da ist das gute Stück. Optisch nach wie vor durchaus ein Leckerbissen, aber leider, leider hört es damit dann auch schon auf. Licht gehen, dann geben sehen wir immer noch wirklich besser. Kam damals zeitgleich mit dem Vos Palisadenschiff. Dementsprechend war es auch einer der ersten Schiffe, wo man diesen Zweier-Set-Bonus der beiden Konsolen so richtig nutzen konnte. Und das hat damals 2013, 2014 wirklich Spaß gemacht. Heute sieht er leider nur noch gut aus. Zumindest, wenn man ihn ein wenig taktisch fahren will. Ja, gucken wir uns das Schiffchen mal an. Ist als Flugdeckkreuzer natürlich mit einem Hangar beseelt. Und in diesem Hangar sind die verbesserten, schweren Vos-Jäger drin. Die kommen auch raus, wenn man sie denn rausschickt, aber gucken wir uns das Ganze mal hier an. Die gibt es natürlich auch auf Elite. Sie taugen allerdings nicht wirklich viel. Also sie platzen gar nicht mal unbedingt weg. Sie halten schon ein wenig was aus, aber das, was sie denn veranstalten, obwohl sie halt Antiprotonenstrahlenbänger und Notenergie zu Schilden und Waffen haben, das ist wirklich ein bisschen sehr, sehr mager. Ja, apropos mager. Mager, dreitaktische Konsolen, das ist jetzt heute gar nicht schlimm. Es gibt andere Schiffe, die mit dreitaktischen Konsolen richtig viel Rums machen. Drei wissenschaftliche Konsolen ist erfreulich. Vier wäre schöner gewesen, drei ist aber immerhin etwas. Würde ich mir dann gegebenenfalls auch eine dritte wissenschaftliche Konsole mit reinpacken. In dem Fall vielleicht sogar eine, die die Bedrohung erhöht, weil man dann entsprechend auch noch Widerstände bekommt. Ansonsten habe ich hier noch einen tachyokinetischen Neutronium, bioneurale Kreisläufe und das sind die beiden Konsolen, die mit dabei sind. Nämlich einmal der reflektierende Schildverstärker. Das kennt man, wenn man die Vos selber schon mal erlebt hat in der Dyson-Sphäre oder sowas in der Richtung, dann kennt man das. Ich kann das gleich mal zünden, dann sieht man das. Und man sieht, das ist ein Schild, das 20 Sekunden hält und wirklich allerlei absorbiert und das Ganze auch wieder reflektiert. Und das Ganze, das andere, die andere Konsole, die von dem Palisadenschiff kommt, die man hier halt, wenn man beide auf einem Char hat, nutzen kann, ist halt der Acetonfeldgenerator. Den Acetonstrahl kennt man ja, das ist halt hier steigender Energiewiderstand und Strahlungsexplosion. Und der Zweier-Set-Bonus ist halt die verstärkte Vos-Hülle und es gibt eine Tarnung. Das Schiff kann sich tarnen, auch das können wir gleich mal sehen. Strahlenbänke auf jeden Fall. Das ist nicht wendig genug für Kanonen oder auch nicht für Dualstrahler. Strahlenbänke hier in dem Fall mit dem Eco-Set gepaart. Jetzt kommt das wirklich Schlimme. Wir gucken uns mal die Stationen an. Und da sieht man schon das Dilemma. Wir haben einen technischen Commander. Da könnte man einen Augstobert draufpacken, wenn man es denn haben möchte. Würde ich heute eher nicht mehr machen. Wir haben ein Lieutenant Commander Wissenschaft. Schon deshalb das Augstobert nicht, weil sonst hätten wir hier gleich keine Hilfsenergie mehr für Gravi-Quelle und Co. Tja, und dann haben wir nur einen taktischen Lieutenant. Wir haben es noch einen universellen, den können wir auch noch nehmen, aber dann hört es auch auf. Wir hätten noch einen Fähnrich, braucht man in dem Fall aber nicht, deshalb ist der nochmal wissenschaftlich. Und da ist das Dilemma, da kriegen wir nicht wirklich viel rauf. Mehr als einen feuerfreien Beta, Chemosit und Taktikteam ist hier einfach nicht drin. Das war früher schon ein Problem. Das ist mit der eingeschränkten Konfiguration des Schiffes heute noch ein Problem. Wir halten eine Menge aus, wobei auch das, ja, aber wie gesagt, wir teilen
nicht wirklich was aus. Tarnung, keine Kampftarnung, sondern die Vote-Tarnung. Die ist allerdings cool, muss ich sagen. Es gibt keine... Ja, hört er? Es gibt keine so schöne Tarnung im Spiel wie diese Vote-Tarnung. Ich mach's gleich nochmal, wenn es abgelaufen ist. Wir können auch mal die kleinen Pfeifenheinis hier rausholen. Und jetzt, weil es so schön war, tarnen wir uns nochmal. Achtung, mal aufs Geräusch hören. Es schnurrt ein bisschen wie ein Kätzchen. Ist schon eine sehr coole Sache. Ja, und dann haben wir halt zum einen diesen Aceton-Modus. Ja. Das heißt, den können wir gleich einmal von der Optik her, ansonsten könnt ihr euch selber durchlesen, was der macht. Und zum anderen haben wir halt den Schildmodus. Wir nehmen erstmal den Aceton-Modus. Der ist jetzt optisch relativ, naja, gar nicht so unspektakulär, wenn man da hier so die Zeichnung auf dem Schiff sieht. Dann ist das schon nicht so schlecht. Und wie gesagt, in der Zeit geht halt dann die Energieeinstellung allerdings nur innerhalb von 5 Kilometer hoch und zum Schluss gibt es die berühmte Explosion. Tja, und dann haben wir natürlich das Rundumschild, das kennen wir. Das ist wirklich einmal der Oh-Shit-Button sozusagen. Da passiert in der Zeit wirklich nichts. Leider sieht man hier auch nicht den Ablauf. Wie lange es war, es hält natürlich keine 2 Minuten, sondern der Cooldown ist 2 Minuten. Aber es sind 15 Sekunden. In den 15 Sekunden kann man natürlich raus, aber es hört abrupt auf. Und ab da, wenn dann alle auf einen eingeprügelt haben, wird es schwer. Ja, das ist eigentlich schon mein Fazit von dem Ganzen. Schönes Schiff, aber leider nicht mehr ganz zeitgemäß. Es war früher schon schwierig zu fliegen, ist es heute noch mehr. Und es kann eigentlich auch nicht mehr so ganz mithalten. Was sehr schade ist, weil wie gesagt, optisch ist es durchaus ein Leckerbissen. Vielleicht gibt es da ja mal eine Fortsetzung oder sowas in der Richtung. Im Moment gibt es von mir keine Kaufempfehlung dafür, weil... ja, es ist, man kann es auf einen Wissenschaftler packen, der kann damit noch ein bisschen was machen, aber insgesamt, es sieht einfach nur gut aus. Aber bei mir wandert es jetzt gleich wieder in den Schrank. In diesem Sinne, macht's gut.